Ladies and Gentlemen, darf ich präsentieren? Die One-Tap-Maschine. Eine sehr vielseitige Waffe, die euch in den meisten Situationen ein treuer Begleiter sein wird. Und ihr könnt damit durchaus gegen die richtig schweren Jungs angehen. Und also, obwohl die Waffe günstiger ist als die meisten Pistolen, heißt, sobald ihr irgendwas killt, habt ihr schon Profit gemacht. Was bei mir dazu führt, dass jeder Kill mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und der Typ, der gerade gekillt wurde, sobald er sieht, dass es ein Saiga 9 war. Also heute reden wir darüber, warum du die Saiga 9 spielen solltest. Und wie immer beginnen wir damit, wie gut man die Waffe anpassen kann. Und da ist die Saiga 9 verdammt stark. Man kann so gut wie alles anpassen. Was bei so einer, Anführungszeichen, billigen Waffe eher überraschend ist. Sie teilt auch sehr viele Attachments mit Waffen wie der AK. So viele tatsächlich, dass wenn ich so wie in den vorherigen Videos auf alle eingehen möchte, würde das hier zu einer 2-stündigen Dokumentationsserie werden. Und das will keiner sehen. Also lasst mich einfach sagen, ihr könnt so ziemlich für alles, was ihr braucht, ein Bild damit machen. Und ich meine wirklich alles. Das Einzige, was ich wirklich vermisse an der Waffe, ist ein Drum Mag. Also, Nikita, falls du zuguckst, mach einer kleinen Ratte doch einen Gefallen. Die Waffe erlaubt auch ein paar sehr geile Builds. 30 Vertical Recoil, also praktisch nichts für nur 25.000 und ihr habt einen Scope drauf. Oder der hier, wo wir zusätzlich noch einen Schalldämpfer haben, für nur 42.000. Mehr Details über das Modding gehe ich dann in einem separaten Video drauf ein, also wenn euch das interessiert, ich werde es hier verlinken. So, da kommen wir auch schon zu der Erschwinglichkeit der Waffe und wie ihr wahrscheinlich schon vermutet, sie ist sehr günstig. Ihr könnt die bei Skia ab Level 1, sobald ihr diese Player-Mission gemacht habt, für 16.000 Rubel erwerben. Auf dem Flea Market fällt der Preis bereits nach ein paar Wochen nach dem Wipe normalerweise so auf 9.000 bis 10.000 um. Also, verdammt günstig. Ihr müsst also in einem Run eigentlich nur, sagen wir, 2 Goldchains finden, im Pouch packen und ihr habt 2 weitere Saigas. Ein kleiner Tipp unter Ratten, nutzt immer den AK-100er Foregrip. Damit könnt ihr nämlich Sachen, die ihr in Raid findet, wie Taschenlampen oder Handgriffe, direkt montieren. Damit wird eure Waffe im Grunde direkt besser, ohne dass ihr einen Cent dafür bezahlt habt. Ja okay, technisch gesehen habt ihr 1000 Rubel bezahlt, aber ja, kommt schon. Die Versicherung ist auch extrem günstig und ihr kriegt die Waffe immer wieder zurück. Niemand nimmt die mit. Dann die Munition und wir sind wieder bei der 9x19, also eine sehr gute Munition im Grunde. Und wie immer ist es Zeit für die schönen Graphen. Aber im Grunde, die 9x19 ist sehr gut, wird sehr schnell stärker mit der 7N39 dann brutal, selbst gegen Trooper-Westen, aber ich denke, die meisten Leute werden PST oder AP-Munition verwenden. Die PST kriegt ihr direkt von Anfang an, vorbei Mechanic Level 1 für etwa 70 Rubel. Wohingegen die AP-Munition erst ab Peacekeeper Level 3 verfügbar ist, für 500 Rubel umgerechnet, und auf dem Flea-Market kostet die normalerweise um die 1000 Rubel, also ist etwas teure Kugel für so eine günstige Waffe. Aber ich muss sagen, dass die PSD auch sehr gut funktioniert. Aber je nach Situation müsst ihr eventuell ein bisschen improvisieren. Die Gun hat fast kein Recoil, es ist im Grunde ein Laser. Heißt, wenn ihr irgendwie auf den Kopf zielen könnt, wird irgendeine Kugel schon sein Ziel finden. Aber bei mir hat das eigentlich ganz gut funktioniert gegen, also ziemlich alles bisher. Natürlich stirbt man da auch hin und wieder mal, aber wie gesagt, es ist eine Budgetwaffe, also ist das wie zu erwarten. Aber man stirbt auch mit einer vollgemoddeten HK, so, also naja. Wenn ihr doch AP verwenden wollt, dann empfehle ich euch einen Mix, und zwar packt zuerst 20 PST-Kugeln rein und dann irgendwie 10 AP oder wie viele ihr auch wollt. Denn so, wenn ihr schießt, kommen zuerst die AP-Kugeln raus und schwerten die Rüstung. Und dann könnt ihr mit der PST, die deutlich günstig ist, den Rest erledigen. Aber ja, wie gesagt, ihr könnt auch die 7N31 verwenden, dann kommt ihr so ziemlich alles durch, aber es ist halt unglaublich teuer für so eine Waffe. Also die Ratte in mir hat mir immer zur PST geraten. Deine PSD habt ihr für 28.000 einen guten Run. So, und dann kommen wir dazu, wie die Waffe dann auf kurze Distanz performt. Und die Waffe ist sehr kurz, was sehr angenehm ist in engen Räumen. Aber ihr sagt jetzt vielleicht, ey Hans, warum gibst du der Waffe so eine schlechte Wertung? Und die Waffe ist gut, aber zum Beispiel auf Factory, wo es wirklich sehr, sehr eng ist, ist eine vollautomatische Waffe, die in der Regel irgendwelche Drum-Mags hat und damit viel mehr Kugeln, einfach immer noch besser. Die Waffe ist verdammt gut für den Preis, aber verglichen mit anderen Waffen, die halt eben entsprechend teurer sind, kann sie nicht mithalten. Ich persönlich sehe die Stärke von der Saiga eher auf Midrange, gerade um Customs, weil das Ding einfach ein Laser ist, kein Recoil. Ihr könnt damit Headshots drücken wie John Wick ohne Hund. Denn der zweite Punkt, der auf Close Range eher unangenehm ist, ist das Single Fire. Theoretisch könnt ihr das Magazin fast so schnell leeren wie mit einer vollautomatischen Waffe. Aber ihr müsst dazu dauernd klicken.
Und ich persönlich empfinde das schnelle Geklicke auf Close Range etwas schwierig. Also für den Preis ist die Waffe der absolute Wahnsinn, aber ich persönlich würde sie eher auf Midrange empfehlen. Dann zu guter Letzt Kämpfe auf hoher Entfernung. Ich muss sagen, es geht eigentlich ziemlich gut, wie da gerade als Rashala mich mit dem MG da festgehalten hat. Der dreiste Sack. Im Kastens ist optimal von der Distanz, sobald ihr auf andere Maps geht wie Interchange, ist draußen relativ gefährlich, drinne geht. Aber ihr könnt damit nicht gegen größere Sniper-Gewehre ankommen. Also wenn ein Sniper auf euch schießt, dann empfehle ich euch, macht's wie Forrest Gump und lauft. Denn das Hauptproblem ist, dass die Kugeln ziemlich langsam sind. Also alle Kugeln, die wir zur Verfügung haben, sind eher unter 400 Meter pro Sekunde. Was verdammt langsam ist, der LPS ist fast dreimal so schnell. Das wiederum führt dazu, dass die Kugel einen ziemlich starken Drop hat und den irgendwie abzuschätzen ist verdammt schwierig. Ich meine, es kann ganz lustig sein, wenn ihr einen Silencer verwendet, weil der andere einfach keinen Plan hat, woher die Kugeln kommen. Aber ansonsten würde ich damit nicht snipen. Also Fazit, die Waffe ist der Wahnsinn für den Preis. Sie ist verdammt genau, günstig, hat einen der günstigsten Silencer im ganzen Spiel und weil ihr die Gun immer wieder kriegt durch die Versicherung, habt ihr einfach einen konstanten Vorrat. Wie gesagt, für die genauen Mods hier ein anderes Video und ansonsten war es das für dieses Video hier. Also vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt mir bitte warum. Ich versuche immer irgendwie mich zu verbessern. Für mehr abonniert den Kanal und dann sehe ich euch im nächsten Video oder guckt mal im Stream vorbei. Link ebenfalls in der Beschreibung. Bye bye!